die Fläche hydrophobiert worden in den 60er Jahren und diese Hydrophobierung hat dafür gesorgt, dass die Ziegelsteine ungefähr in 1 bis 2 cm dicken Scherben abfielen. Deswegen haben wir uns entschlossen, diese gesamte Wand, die hydrophobiert war, runterzunehmen und wieder hochzumauern in alter Form mit Steinen, die ungefähr dem Format des alten Steines entsprechen. Wir sehen hier eine bauzeitliche Kugel, die sind etwa 2 bis 3 mm dick. Und leider hat man in den 60er Jahren, um diese Fugen sanieren zu können, was gar nicht nötig gewesen wäre, behaupte ich, hat man sie leider aufgeweitet, etwa auf 2-3 cm, damit man Fugenmörtel reinbekam. Und dummerweise auch noch konisch, also nach außen weiter offen. Deswegen haben wir die Fugen nachschneiden müssen und jetzt hier Vierungen eingebaut, sodass wieder eine knappe Fuge da ist und dieser Stein an den Stein angeklebt worden ist.